Vor 60 Jahren, im November 1954, wurde die Genossenschaft gegründet und 1956 erfolgte der Einzug in die ersten Vierfamilienhäuser. In den folgenden Jahren entstanden weitere Wohnblöcke in verschiedener Größe. Christian Morgenstern, ein deutscher Schriftsteller, hat einmal gesagt, nicht da ist man daheim, wo man seinen Wohnsitz hat, sondern dort, wo man verstanden wird. Und in diesem Sinne ist die Arbeiterwohnungsgenossenschaft ein Ort, wo man eben Verständnis füreinander hat, das Miteinander pflegt und wo hier in Langenau der Solidargedanke der Wohnungsgenossenschaft noch lebendig ist und schon lange Tradition hat. Heute befinden sich 171 Wohnungen im Eigentum der Genossenschaft und 35 Wohnungen in Privatbesitz, welche von der Genossenschaft verwaltet werden. Alle Wohnungen wurden saniert bzw. teilsaniert, sind an eine moderne Heizungsanlage angeschlossen, besitzen neue Fenster und wärmegedämmte Fassaden. In der Genossenschaft ist ein Handwerker beschäftigt, der für Ordnung und Sauberkeit sorgt und anstehende Kleinreparaturen schnell und zuverlässig erledigt. Einraumwohnungen für Singles bis zu Vierraumwohnungen für Familien mit Kindern können in unserer Genossenschaft angemietet werden. Unser Wohngebiet ist umgeben von viel Grün und kleineren Gärten und zeichnet sich durch eine etwas kleinere Bauweise aus. Wir vermieten Zwei- und Dreiraumwohnungen mit und ohne Balkon zu fairen Preisen. Die Quadratmeterpreise ohne die Nebenkosten betragen ca. 4,30 Euro bis 4,50 Euro. Entsprechend den Wünschen der Mieter werden auch Wohnungszuschnitte je nach Bedarf und Lage verändert. Des Weiteren steht in unserer Genossenschaft eine Gästewohnung zur Verfügung. Diese kann nicht nur von unseren Mitgliedern, sondern auch von anderen Bewohnern aus Langenau genutzt werden. Erfreulicherweise haben in letzter Zeit auch ganz viele junge Leute wieder in unserer Genossenschaft eine Wohnung gemietet. Und das zeigt doch auch, dass Wohnen in einer Genossenschaft auch heute noch zeitgemäß ist. Das Wohngebiet verfügt aufgrund der ruhigen, idyllischen Lage über ein sehr gutes Wohnumfeld, welches durch viel Grün und kleinere Gärten geprägt ist. Für die kleinen Bewohner gibt es einen schönen Spielplatz. Aufgrund der geringen Größe und eher aufgelockerten Baustruktur vermittelt das Wohngebiet immer noch ein Gefühl von Wohnen auf dem Lande. Die Menschen kennen sich einander und die eine oder andere Nachbarschaftshilfe ist nicht mehr wegzudenken. Ich freue mich, dass ich in Langenau wohne. Und habe auch viele Leute kennengelernt, freundliche Leute. Und ganz besonders in der Hausgemeinschaft bei uns möchte ich hervorheben, dass wir eine Familie haben, eine junge Familie, die stets für uns bereit ist, wenn wir zum Einkauf fahren. Wir kommen nach Hause, wir sind noch richtig ausgestiegen aus unserem Auto, steht die Frau Durrecht an der Haustür, nimmt unsere Körbchen ab, schafft sie bis in die Küche, stellt sie mir sogar hoch. Unsere Wohnungsgenossenschaft bietet Ihnen sicheres und preiswertes Wohnen, abgesichert durch die Mitgliedschaft und Dauernutzungsrecht. Aber Wohnungsunternehmen bedeutet eben auch in heutiger Zeit, am harten Wohnungsmarkt unternehmerische Entscheidungen zu fällen und sie gemeinsam mit dem Vorstand vor den Mitgliedern zu vertreten. Das ist eine Herausforderung, ja, Tag für Tag und Jahr für Jahr aufs Neue. Wenn Sie eine Wohnung suchen und wir mit der Vorstellung unserer Wohnungsgenossenschaft Ihr Interesse geweckt haben, rufen Sie uns an. Aktuelle Wohnungsangebote finden Sie auch unter unserer Homepage www.wg-langenau.de. Wohnungsbesichtigungen können ganztägig oder auch an Wochenenden vereinbart werden. Ich bedanke mich bei allen Mieterinnen und Mietern, bei allen Mitgliedern unserer Wohnungsgenossenschaft hier in Langenau für ihre Jahre und jahrzehntelange Treue. Und vor allen Dingen auch bei denen, die ehrenamtlich mehr tun als andere, die Damen und Herren, die über Jahre Vorstandsarbeit und auch Arbeit im Aufsichtsrat geleistet haben, weiter so und Glück auf.